Hallo, hier ist wieder euer Windlei-Fips. In den nachfolgenden Minuten werden wir ein Geheimnis aufdecken, das so schockierend ist, dass ich eine Warnung aussprechen möchte. Wenn ihr die Videos von Herr Bergmann weiterhin genießen wollt, schaltet das Video nun aus. Denn das, was ich euch gleich zeigen werde, ist so unfassbar bestürzend, dass Herr Bergmann nie wieder derselbe sein wird. Ihr seid gewarnt. Das Gerücht, dass Herr Bergmann seine Videos manipuliert oder gar vollständig fackelt, hält sich seit Jahren hartnäckig. Und obwohl es in der Vergangenheit immer wieder Indizien dafür gab, hat der Großteil der Bergmann-Community es nicht wahrhaben wollen. Ich, Windlei Fips, werde euch heute Beweise präsentieren, die so eindeutig sind, dass ein Wegschauen nicht mehr möglich sein wird. Der Auslöser für die neueste Verschwörungstheorie ist ein Video mit dem Titel "Dieses Video verfolgt mich", abgesehen von dem billigen Clickbait, den Herr Bergmann hier mal wieder betrieben hat, schockierte aufmerksame Zuschauer ein ganz anderes Detail. Aber schauen wir einmal in das Video rein. Heute mache ich was ich vor vielen, vielen Jahren schon mal gemacht habe, nämlich mich selber googeln. Herr Bergmann Quiz, das habe ich ja völlig vergessen. Na, schauen wir doch mal. Wie hieß Herr Bergmanns erstes Video? Ich glaube, das allererste Video war Hey mit einem Schriftzug und Vorsicht Test war, wo ich ein Feuerwerk gezündet habe. Stopp. Ist es Ihnen aufgefallen? Nein? Nochmal. Mit einem Schriftzug und Vorsicht Test. Da. Es ist offensichtlich. Hier wurde geschnitten. Das bestätigt auch der messerscharfe Blick von Zuschauer Brall Gamma. Wie Herr Bergmann bei 2 Minuten 5 die falsche Antwort eingibt und das Fenster neu öffnet. Uff, man sieht es, weil die Fragen neu angeordnet sind. Sorry, dafür ein Dislike, weil sowas hast du nicht nötig, ist ja nicht schlimm, wenn man nicht weiß, wie sein erstes Video heißt. Es stellt sich die Frage, was ist hier passiert? Was auch immer Herr Bergmann zu verheimlichen hat. Es muss so schrecklich peinlich sein, dass er es um jeden Preis verheimlichen will. Und das wäre nicht das erste Mal. Wir haben ehemalige Aufnahmepartner kontaktiert und erfahren, dass Herr Bergmann nicht selten ganze Aufnahmen abbrach, um von unangenehmen Zwischenfällen abzulenken. Alles hat mir kaputt gemacht! Der hat in der Aufnahme die ganze Zeit geschwitzt. Und dann kam alle 5 Minuten. Ich schwitze gerade so, warte mal, ich muss meine Haare kämmen, die sehen gerade nicht so gut aus. Soll der Junge halt seine scheiß Perücke abziehen und sich eine neue kaufen? Der hat doch eh schon länger keine eigenen Haare mehr. Ich bleib hier aber schon anonym, oder? Ich hab keinen Bock auf Stress, wenn er herausfindet, dass ich... Bergmann, der Kontrollfreak. In Wahrheit kahl wie eine Billardkugel. Es ist an der Zeit, endgültig herauszufinden, was Herr Bergmann schneiden musste. Die Lügen haben ein Ende. Machen Sie sich bereit für die Wahrheit. Um herauszufinden, was Herr Bergmann versucht hat zu verstecken, haben wir diesen Mann beauftragt, den Computer von Bergmann zu hacken. Lunklümmel 334 hat das System angezapft. Ich deaktiviere nun die Firewall. Vorsicht, Test oder Hey? Ich glaube, das allererste Video war Hey. Da war einfach nur dieses Bam, 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 Bam mit einem Schriftzug. Und Vorsicht, Test war... das wollte ich nicht, ey! Und Vorsicht, Test war, wo ich ein Feuerwerk gezündet habe.